Und ja, wenn ich die großen Meister einmal durch habe, wollte ich mit dem Spiel dann nicht nur für heute, sondern allgemein aufhören. Ach komm, Gladi, mit dir ist es doch auch ganz entspannt. Außer wir spielen Dieb, dann kann es ein bisschen stressig werden. Mitzocker sind auch immer wieder gern gesehen. Vor allem, wenn ich wieder irgendein Multiplayer-Spiel auflege. Ark, Deep Rock, Monster Hunter World oder so. Freue ich mich auf jeden Fall. Vielleicht kann ich dann auch zu irgendeinem, der da auf dem Discord rumhängt, dann auch raiden, wenn ich für heute Feierabend mache. Müssen wir mal gucken. Jetzt checken wir noch die Großmeister ab. Nur diejenigen, die alle 8 Medaillen besitzen, dürfen die große Halle betreten. Du hast alle 8 Medaillen gewonnen, also tritt ein. Jawohl. Uwe, der Drachenchampion. Besitzer aller 8 Medaillen, betrete die Duellbühne. Dann gibt es für dich jedoch kein Zurück mehr. Ja, ich habe vorher noch gespeichert. Komm herauf auf die Bühne. Da sind sie, die 4 Großmeister. Ah, ja, genau. Die mit den 2 Pferdeschwänzen ist die Maike. Der links daneben der Tür mit den Schwarzhaaren ist der Uwe. Der rechts neben ihm, habe ich vergessen, wie er heißt, der hat das Arctos-Deck. Und der mit dem Cappy ganz rechts, der hatte das Zapdos-Deck. Mal sehen, ob ich es jetzt schaffe, die alle 4 zu besiegen. Ich habe nicht die besten Karten zusammen. Aber ja, die besten Karten aus den Boostern zusammenzukriegen, kann man Stunden mit verbringen. Wenn ich sie jetzt besiege, alle 4 großen Meister, dann gibt es nächste Woche Dungeon Dice Monsters am Mittwoch. Wenn ich sie nicht besiege, tja, dann werde ich doch nochmal, nicht nächste Woche gleich, ich spiele nicht jede Woche gerne dasselbe Spiel nochmal, die Woche danach dann wieder nochmal Karten sammeln gehen mit euch. Vielleicht schaffe ich es aber auch offstream, ein paar Karten zu sammeln und dann verbessere ich die Decks und dann spielen wir nur noch mal zusammen gegen die Großmeister. Aber ja, schauen wir mal. Willkommen im Pokémon-Dom. Ich bin Uwe, erster der Großmeister. Und dies ist Großmeisterin Mike, die Fire Queen. Großmeister von Elektro, der Donner Sven. Ah ja, Sven war das. Und der Großmeister des Eises, zuvorkommender Paul. Wir sind die 4 Großmeister, die Wächter der legendären Pokémon-Karten. Wenn du uns besiegen kannst, dann bist du auserwählt, die legendären Karten zu erben. Nimm deinen Platz am Tisch ein. Jawohl. Der erste Gegner ist Michael. Uwe kommt immer zum Schluss. Ich, Maike, die Feuerqueen, soll dein erster Gegner sein? Mal sehen, ob du hitzebeständig bist. 6 Preise Match. Auf geht's. Die Reihenfolge war, glaube ich, Maike, Sven, Paul, Uwe. Wobei das irgendwie merkwürdig ist, weil im Pokédex ist es eigentlich erst Arctos, dann Zapdos, dann Lavados. Also Lavados zum Schluss, aber gut. Das haben sie jetzt hier fürs Kartenspiel mal vielleicht ein bisschen ignoriert, ne? So. Wir haben jetzt andere Mucke. Maike hat keinen Basisbogen auf der Hand. Eieiei, schlecht gemischt. Aufziehen nochmal. So, jetzt aber. Oh, nichts. Nicht so prickelndes, aber zumindest 2 Basis-Pokémon. Austros, aber kein Muschas. Na, schauen wir mal. Sie hat auch nicht viel auf der Bank. Und... Ah, Maike fängt an. Verdammt. Na gut. Bill, okay. Fukano braucht halt 2... Karten. Das ist das legendäre Lavados.
Feuerspender. Wenn du Lavados während deines Zuges ins Spiel bringst, nicht während des Einrichtens, also, ne? Lege zwischen einer und vier zufällig gewählten Feuerenergiekarten aus deinem Deck in deine Hand und mische dein Deck danach. Und das setzt sie jetzt natürlich sofort ein. Sie nimmt alle vier? Ne, sie zieht drei. Okay, damit hat sie sich auf jeden Fall schon mal mit Energie versorgt. Hat noch einen Rubix auf der Bank. Ach du meine Güte, hat sie viel auf der Bank. Okay. Sie hat eine Menge Rubix auf der Bank. Was habe ich denn zur Auswahl? Das ist äußerst kacke. Was ich da habe. Naja. Das ist ziemlich kacke. Ey, ich wollte nächste Runde auf das andere Goldini setzen. Verdammt. Okay, das Vulcano macht jetzt dieses Goldini-Blatt und überlebt noch eine Runde länger. Verdammt. Ich will aber mit dem Goldini 20 Schadenspunkte zufügen. Verdammt nochmal. So, jetzt killst du nächste Runde das Goldini weg und ich habe dann noch eins. Ja, aber das klappt nicht. Das hätte dich eigentlich dann killen müssen. Ja. Nee. Na, verdammt. Wenn die 20 Punkte nicht weggenommen hättest, würde ich nämlich jetzt auch einen Preis ziehen. Wenn ich jetzt angreifen würde mit dem hier. Stattdessen muss ich jetzt halt nochmal 20 Punkte Schaden einstecken, verdammt. Och Mann. Oh, okay. Rückzug. Feuer und Lavados. Was hast du vor? Oh nein, die will das Lavados pumpen. Er braucht aber eine Weile. Drei Stück. Und es ist eine 50-50 Chance, dass er nicht trifft. Ich riskiere Spiele. Erst lege ich noch eine Energie für den Fall dahin und dann... Ja. Ach, verdammt. So, jetzt. Yes! Ich ziehe mir mal ein neues Blatt. Kapador! Das ist schon mal was. Ich habe Computersuche. Du brauchst aber drei Energie, bis du was machen kannst. Also kann ich auch erstmal weiter drauf holen. Legendärer Vogel, der hat natürlich keine Schwäche. Nee. Noch ein Feuer an Lavados. Noch eine Wasserenergie für mich. Sie hat auf jeden Fall die Energie, um den Sturzflug gleich zu benutzen. Ist die Frage, 50-50? Haut sie mein Goldini um oder nicht? Tut sie nicht. Ha, sehr gut. Ich habe eine Runde mehr Zeit. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn für mich, mit Computersuche einen Golking auszusuchen. Weil sie killt das trotzdem weg. Nach, zieh dir mal dein Deck nicht so leer. Dann hast du nachher nichts mehr. Wohl nur, ne? Komm, nochmal Zahl. Ach, sehr schön. Die hört auf mich.
meine Wasserenergie. Aber ich muss die dann halt entfernen, ne? Ich entferne die hier und den Detektor. Garados, da ist es. Sehr gut. Das würde auch einmal so einen Sturzflug überleben. Aber halt nur einen. Ich muss hier noch ein bisschen vorarbeiten. Nein, 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 nein. Ah. Okay. Das war mein Goldini. Schaden muss ich dir noch zufügen. Die kriege ich, glaube ich, nicht auf einmal. Nope. Ich versuche den Blubstrahl. Yes. Sehr gut. Der ist außer Gefecht. Spannung. Ich habe nichts mehr auf der Bank. Ich fühle mich unwohl, wenn nichts auf der Bank ist. Ah. Bitte gib mir was für die Bank. Ah, ja, sehr gut. Und wenn es nur ein läppisches Muschel ist. Tanzende Wut. Wirf 8 Münzen. Für jedes Mal Kopf gibt es 10 Schadenspunkte. Alles klar. Das kann ein bisschen dauern. Allerdings hast du jetzt wieder die Schwäche Wasser. Ach. Oh, 50, das tut weh. Du hast jetzt wieder die Schwäche Wasser. Also kann ich dich wegpusten. Goldking, du kommst zu spät. Goldini ist weg. Garados hat noch 50 Punkte. Mit denen ich noch ein bisschen was machen kann. Noch ein Gold King. Ja, das ist das Fukano, okay? Das angeditschte. Ja, macht das. Ziehen wir Energie ab. Damit habe ich jetzt kein Problem. Flackernd überlebe ich. Das Fukano ist auch weg. Was ist das? So, damit hätten wir einen Ausstoß. Dich platt zu machen, ist auch Drachenwut ganz gut. Verzieh dich. Ein Vulpix. Ah, das ist kein Kung-Fu-Strahl. Jep, natürlich. Ah, sehr gut. Gyarados, halte durch. Ich hab zwar noch Ausdus, aber... noch ein Gyarados. Gyarados räumt gerade ab. Hat das genug Energie? Noch nicht, aber gleich. Du hast keine Energie. Okay. Du hättest mit Flackern meinen Gyarados ausschalten können. So ist das natürlich gut für mich, wenn du keine Energie hast.
So ähnlich wird es dann auch in Dungeons & Monsters laufen. Der Gegner kann da nichts ausrichten, wenn er nicht die richtigen Wappensymbole hat. Und hier im Pokémon-Kartenspiel kann er nichts anrichten, wenn er nicht die Energiekarten hat. Okay, Mike ist besiegt. Wenn man die Ressourcen nicht hat, ist man gearscht. So, das war der erste Kampf. Verloren, aber das überrascht mich nicht. Wenn ich sehe, wie weit du gekommen bist, der nächste Gegner wartet schon auf dich. Sehr gut, Griffi. Dein zweiter Gegner ist Sven. Habe ich die Reihenfolge noch richtig im Kopf gehabt? Yay, Donner Sven. Ich, Donner Sven, bin dein nächster Gegner. Hey, du willst die legendären Pokémon-Karten haben? Dann musst du mich erst besiegen. Ist dein Deck fertig? Duell vorbereiten? Yes. Blitzableiter. Piep. Ich werde nicht zwischenspeichern. Ich werde versuchen, ohne zwischendurch zu speichern, jetzt alle vier Großmeister zu machen. Wenn ich bei einem von denen dann nämlich jetzt doch verliere, dann geht's wie gesagt nochmal Karten sammeln, um die Decks auszubessern. Ich habe das Deck ausgewählt, gell? Ja. Nochmal nachchecken. Okay. Gut, lass das Duell beginnen. 6 Preise. Auf die Plätze, fertig, los. Da, Sven. Legendäres Zapdos-Deck. Hui. Wenn sie nicht so oft Zahl geworfen hätte, wäre das anders ausgegangen. Jetzt habe ich keine Basis-Pokémon auf der Hand. Verdammt. Spannend wird's, wenn er ein Zapdos liegen hat. Ha, ha, ha. Weil das nämlich ein Flug-Pokémon ist. Mit Resistenz gegen Kampf. Oh, ich kann ihm mit Dragosso die Ohren vollheulen. Alles klar. Dann machen wir das. Dann wird es etwas knifflig, denn. Oh, ich darf anfangen. Uiuiui. Rizos, aber keine Rihorn. ohne Rihorn bringen die mir nichts hier. Ja, ich hole ihm mal die Ohren voll. Nicht, dass das groß was bringt. Hab ja eh Resistenz gegen Elektro, aber ja. Energie ist gut. Habe ich nämlich nicht sehr viel. Raserei. 10 Punkte plus 10 weitere für jede Schadensmarke, die schon auf Dragosso wäre. Aber Schaden anzurichten kommt wohl überall hier nicht. Weil er an der Resistenz nicht vorbeikommt. Die da, sehr schön. Ich mache ihn jetzt aber nicht nochmal deinen Track aus dem Blatt, oder? Sven ist tatsächlich so eher einer der einfachste, weil du halt gegen ihn eine Resistenz haben kannst. Während du gegen die Feuer- oder die Wasser-Pokémon halt jetzt da nichts machen kannst, ne? Ja, der Hyperheiler für den Fall der Fälle. So, schauen wir mal, was wir jetzt da so... Ah, noch mehr Basis-Pokémon. Okay, bringt mir jetzt auch so nicht wirklich was. Weiterentwicklung wäre toll. Oder zumindest ein Rihorn, das ich für Rizos aufbauen kann. Ne? Trank. Ja, zumindest haben wir einen Sandern. Gib mal die hier an Nick da.
und mach weiter mit Raserei. Mehr kann ich gerade auch nicht tun. Ja. Kriegt eine weitere Energie. Okay. Du bist. Nein, du bist. Moment. Ist das das? Nee, okay, das ist ein anderes. Überschallknall. Schwäche und Resistenz für diesen Angriff nicht anwenden. Hä? Hättest du doch machen können. Der fügt mir Schaden zu, auch wenn ich resistent bin. Warum hast du das nicht gemacht? Ih, da ist ein Zapdos. Das ist nicht die legendäre Karte, aber es ist ein Zapdos. Suche in deinem Deck nach einer Basisenergiekarte und lege sie unter eines deiner Pokémon. Ah, okay. Er will seine Pokémon mit dem Elektro pumpen, deswegen. Das wird aber nicht mehr lange gehen. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Resistenzkampf. Windhauch wäre jetzt toll. Ja, hier. Dann kann ich das hier nämlich noch killen. So. Aber das Zapdos ist ein Problem, wenn ich nicht mehr als 30 Schadenspunkte anrichten kann. Rizeros aufbauen wäre halt toll. So, mal sehen, was mir der zweite Pokédex bringt. Henry Horn. Ja, bisher. Ich heule dich jetzt einfach an. Mehr kann ich auch nicht tun. Jetzt kann ich einen Rihorn aufbauen. Sehr gut. Das Rihorn her. Das hat halt Ramme, ne? Fügt sich zwar damit selber auch Schaden zu, aber das ist halt ein Angriff mit 50 Punkten, also 20 davon würden durchgehen. Und er würde es dann austauschen, also wegschubsen damit quasi. Zurück auf die Bank schieben. Und dann könnte ich irgendein anderes mit der anderen Attacke halt platt machen und dann würde er wieder das Zapdos reinpacken und dann ramme ich es wieder weg und ja, so ungefähr. Das gedacht. Es ist halt teuer, ne? Mit 4 Energie. Das kostet. Oha. Da kommt noch ein Elektro. Eine noch. Elektron-Zapdos. Aha. Du bist aber das Donner-Zapdos, glaube ich. Du brauchst 4 Energie. Ja, Gewitter. Entschuldigung. Es war was mit 4 Energie. Hatte ich richtig. So. Du kommst nicht zum Zug, mein Freund. Du wirst jetzt weggeschubst. Tschüssi. Auch wenn es mir weh tut.
Der holt das wieder. Ey. Nö. Du bleibst fort. So. Meine Güte. Das hat aber auch genug Energie natürlich zum Austauschen. Trank auf, Zapdos. Ach Mann. Aber er hat keine Energiekarten mehr. Okay. Auszutauschen hat dich aber eine Energie gekostet. Bräuchte mehr Weiterentwicklungen. Also einmal kann er das Elektro noch austauschen. Und dann muss es liegen bleiben. Natürlich tut das. Noch zweimal Ramme und ja, weg bist du. Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Die können alle nicht angreifen. Weil sie keine Energiekarten haben. Der braucht 4, also kann ich mir den Energieabsorber noch sparen. So. Jetzt habe ich's. Ich mische einfach mal das Deck durch. Da wäre ein Bill. Energie zur Gewinnung. Ja. Ich bräuchte noch mehr Weiterentwicklung dann. Deswegen mischen wir da nochmal durch. Weil lange hält das Rizi nicht mehr durch. Ah, habe ich noch ein Rihorn. Siehst du? Und nein. Das wirst du nicht. So. Ich glaube, ich habe ihn in der Hand. Sven hat so gut wie verloren. Ich verliere jetzt halt auch meinen Rizoros, aber ich habe ein neues im Aufbau. So. Ja, das ist jetzt ein Doppel-K.O. Ich weiß. Aber es ist weg, das Zapdos. Er hat auch das andere noch im Deck. Aber Hauptsache, das ist fort. Okay, und dann werde ich doch auch gleich das Rihorn rausbringen. Schaden machst du mir nicht, aber du könntest mich tatsächlich nehmen, ja. Hat aber nicht geklappt. Hallöchen, Knocker. Ja, es ist erstmal Rizeros dran. So. Versuch es euch. Ich habe noch einen Hyperheiler auf der Hand. Ha! Geht auch. Dann kann ich mir Kampfenergie für Knorr sparen. Wie viel war das? Brauchst du nochmal? 2, genau. Hier. Büp. So. Die Ersatzbank freut sich. Was kriege ich sonst noch? Noch ein Rihorn, aber mehr Rizeros habe ich gerade nicht. Mehr. Also passt das.
Ich habe sogar zwei Hyperheiler auf der Hand. Also, selbst wenn er es schafft, mich zu lähmen, hat er so gut wie verloren. Ich könnte dich sogar wegrammen. Nein, nicht das. Das nächste Zapdos. Ich muss hier wieder rumrammen. Alles klar, damit gerammt. Tut wieder weh, aber gut. Dann, ne? Tauscht da wieder rum. Ja, natürlich. Windhauch habe ich keinen, ne? Nein, schade. Ja, gut, dann bleibt's halt so. Einmal kann man noch da, kann er noch da löschen, weil er eine Energiekarte auf dem Ding hat. Außer, oh, ich ziehe das Evoli. Weil es entscheidet ja der Zufall, was reinkommt. Er holt sich Energie zurück. Legt einer an Evoli und tauscht? Nee. Okay. Dann habe ich jetzt gewonnen, weil Ramme macht 50 Schaden. Hallo Dragosso. Und dann Evoli ist weg. Wobei, ach ja gut, hätte auch die Hornattacke gereicht. Egal. War jetzt ein bisschen Overkill. Gewonnen. Zweiter Großmeister down. Du bist der Gewinner. Du bist der Größte. Ich fühle, dass wir dir bei deinem Talent die legendären Karten geben können. Sehr gut. Dein nächster Gegner ist Paul. Ich, Paul, bin dein dritter Gegner. Du wirst nicht in der Lage sein, mein ausgezeichnetes Deck zu schlagen. Komm, das beweise ich dir. Wollen wir gleich den im Duell vorbereiten. Deck auswählen. Wasserschreck. Nicht speichern. Ich bleibe dabei, wir werden nicht speichern. Antreten gegen Paul. 6 Preise. Also die Hintergründe immer mit dem jeweiligen Element sind halt schon schön gemacht damals. Dafür, dass du halt nur so wenige Pixel hattest. Auf dem Game Boy Color. So. Ich habe das Evoli und sonst nix. Ach Gott. Na gut. Windswurf entscheidet, wer zuerst dran ist. Und es ist Griffi. Yay. Ziehe ich noch was für die Bank oder ein Blitzer? Ach nee. Ist das denn ernst? Ugh. Der hat 100 pro Farblos Energiekarten. Wenn er schon mit einem Janera kommt. Ah, guck mal, da haben wir doch was, das schwach gegen Elektroattacken ist. Ja, das Metbo, kommst du früh. Die kann dir nicht viel helfen. Evoli richtet den ersten Schaden an, alles klar. Oh, ein Janera, Bulkmonster vorne. Eieieiei. Ah, guck mal an, was haben wir denn da? Oder gebe ich dir die Energie lieber Ding? Ja, ich gebe dir lieber Blitzer und benutze die andere Attacke. Pinsir und benutze den Doppelkick so rum. So. Das war gut. Wasser an Ditto. Oh, hallo, Ditto.
Nein, du kannst transformen. Okay. Jede Menge Energie. Ach Gott, oh Gott. Naja, gut. Energie ist gut. Noch ein Blitzer, eher doof. Ah, das wird zu schnell. Wasser in Europe. Er pumpt das weiter auf. Okay. Naja, zumindest habe ich noch Ersatz auf der Bank. Ja, komm. Kriegste. Wir ziehen ja jetzt noch ein paar. Wenn der Doppelkick jetzt nicht einhaut. Dann nehme ich als nächstes Betäubungsnadel. Kriege ich die Energie zusammen. Ist halt teuer mit 4 Energie. Ey! Tausch gegen Ditto. Kriegst trotzdem die Nadelattacke. Wäre es egal, wer? Zack. Dann bist du in 2 Runden weg. So. Oh, da ist das Arktos. Das ist die legendäre Arktos-Karte. Schnellfrost. Wenn du Arktos während deines Zuges ins Spiel bringst, nicht während der Vorbereitung, wirf eine Münze. Bei Kopf ist das verteidigende Pokémon jetzt gelähmt. Hey. Nein, 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 nein. Dankeschön. Du hast bei der Aua. Gut, aber Energie hat Blitze jetzt erstmal genug. Dann kriegst du welche. Betäubungsnadel, weg mit dem Ditto. So, jetzt kriege ich meinen ersten Preis, bitte. Den hast du mir verwehrt, indem du ausgetauscht hast. Arktos. Interessante Wahl. Okay. Oh, nur Entwicklung auf der Hand bringt mir halt so nichts. Wenn ich die Vorstufen nicht habe. Er will seinen Yugong halt weiter pushen. So. Mit der nächsten Betäubungsnadel ist Arktos weg und dann kommt das Yugong und wird mich wahrscheinlich. Ja, der wird mein Blitzer garantiert umhauen. Muss nochmal gucken. Ein Raupi! Ja, Aurora Schreiber hat 50 Punkte. Hab leider keine Energie für das Raupi. Hoppala, musst du kurz husten. Ich laber schon wieder zu viel. Das Yugong ist gefährlich. Aber ich habe leider. Ja, ich hab Pinsir. Ich verliere auf jeden Fall jetzt mal. Ja, ich verliere meinen Blitzer dann. Wenn ich angreife. Aber ich gewinne noch einen Preis. Ich kann versuchen, es weiter rauszuzögern mit dem eisernen Griff. Und Pinsir. Ich kann auch Windhauch benutzen. Hui! Ein Lapras. Ja, natürlich. Aurora-Strahl recht, ich weiß.
Ja, ich muss es mit Pinsel versuchen. Energiezugewinnung ist nicht schlecht. Oh ja, das kommt mir eigentlich ganz recht. Dann tue ich das Blitzer dafür abgeben. Du hältst aber nicht lang. Nee, du hältst nicht lang genug durch. Soll ich es riskieren? Ich riskiere es. Ja, sehr gut. Wenn ich nämlich noch eine drauflege, noch einmal eiserner Griff, dann kann ich das Juro mit Guillotine töten. Dafür habe ich halt keinen Ersatz für den Rest, ne? Habe ich ein Glück. Oder Geschick? Es kommt aufs Timing an, wann man die Münze wirft. Wasser an Lapras. Mhm. Der Züchter. Moment. Ich habe aber keine Energie auf dem Raupi. Das bringt mir gerade gar nichts. Ich hätte als Mitbewohner Energie. Abras, Kung-Fu-Strahl. Ah, verdammt. Nicht so geil. Nehme ich das hin? Schauen wir mal. Ich könnte tauschen. Hallo, Eevee. Energiezugewinnung. Eevee. Überprüfen, Moment. Mein Spielbereich. Ich habe nur Elektrokarten, das bringt mir da nichts. Dann kann ich eigentlich auch das Eboli auf Blitzer vorbereiten. Tausche ich dich aus oder versuche ich's? Ich versuch's. Okay. Habe nicht genug Pflanzenenergie, um das Metbo zu bauen. Du machst jetzt Aquaknarre. Okay. Eine Pflanzenenergie, das ist cool. Ja, die kriegt das Raupi jetzt. Ich brauche schon aber irgendwie Energie, verdammt. Einen von denen mal auf. Dann hol mir doch die beiden Elektroenergiekarten da. Sonst hätte ich ja eigentlich das Pinsel sterben lassen und mir dann die Pflanzenenergie geholt. Aber es ist, glaube ich, safer, das Blitzer aufzubauen. Kopfnuss, so. Kriege ich sogar noch mal Elektroenergie hier? Kann ich das Pinsir jetzt damit zurückziehen? So. Und den Doppelkick raushauen.
Europe weg, Schwäche. Ja. Sehr gut. Ein Preis fehlt noch. Das Medbo kommt vielleicht gar nicht zum Einsatz. Ist halt wie. Ja, Janera hat viel Leben. Viel zu viel. Jede Menge Labras auf der Bank. Ach du meine Güte. Okay. Ach verdammt. Das war nicht gut. Ja. Aber Paul, dich habe ich auch gleich. Versucht dann Labras voll zu pumpen für Aquaknarre. Pflanzenenergie und noch ein Evoli. Jetzt aber. So. Habe ich ein Smetbo. Und nein. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Ha, ich habe eigentlich so gut wie gewonnen. Ich muss einfach nur. Diese Schanera umhauen. Das kann ich ja sogar mit irgendwem. Hauptsache, safe und Schaden. So. Ist ja nur noch ein Preis. Yay, dritter Meisterdown. Schon Viertel nach 10. Ach du meine Güte. Hui. Jetzt kommt der letzte. Ich kann das gar nicht glauben, dass mein ausgezeichnetes Deck verloren hat. Ein beschämender Gedanke, aber es scheint, du bist besser als ich. Sehr gut. Nun kommt der letzte Test. Ein spektakuläres Duell. Ich, Uwe, werde dein nächster Gegner sein. Auf geht's. Das letzte Duell zeigt mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Deck fertig. Vorbereiten. Deck. Die da. Nein, nicht ändern. Auswählen. So. Nochmal tief Luft holen. Auf geht's. Großmeister Uwe, legendäres Dragoran-Deck. Basis-Pokémon. Gleich. Ist das das ein... Nee, nicht das einzige. Okay. Dann nehme ich lieber das Pum. Und pack das Nebulak auf die Bank. Ja, Spiel. Nach dem Duell ist Schluss. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Meine Stimme mag langsam nicht mehr heute. Bei Kopf spiele ich zuerst. Nein. Schade. Dann leg mal los, Uwe. Kangama. Apportieren. Erst Professor Eich, dann apportieren. Ey, Uwe, mach's mir nicht einfach mit Deck tot hier, ja? Bitte. Natürlich macht er apportieren. Okay. Energie, das ist schon mal gut. Kann nur Freundschaftslied. Na, schade. Niemand gehört. Energie an Kangama. Nee, doch nicht an Kangama. Er will es als Apport. Kangama behalten erstmal. Alles klar. Dein Deck schrumpft, aber gut. Das ist schon mal nicht schlecht.
So, wir rufen. Noch ein Pummi. Okay. So, ich kann auch Karten ziehen. Funktioniert ein bisschen anders bei mir, aber. Doppelte. Anglomander, nicht als Kangama. Was machst du da? Ah, gut. Er behält das Kangama so. Auch gut. Nebulak. Welches war denn das? Ah, okay. Alpollo hat eine Pokémon-Power, die Schaden verhindert. Muss allerdings dann eine Münze werfen, im Gegensatz zu anderen schadensverhindernden Powers. Aber okay. Das Alpollo ist schon mal eine Stufe weiter. So, das ist aber der letzte Freundschaftsruf. Das reicht. Hallo Mew. Ich habe Mew gezogen. Sehr schön. Wo bringt mir das nicht viel gegen Kangama? Miauzi. Oh ja, Mauzi auf die Bank und mit dir richte ich langsam mal Schaden an. So. Es ist nicht viel, aber es ist besser als nichts. Händler. Tauscht Gyarados gegen Dragonier. Doppelfarblos Dratini. Ja. Das Dratini wird bald ein Dragonier. Und dann vielleicht ein Dragoran. Naja, mit Heilwind. Der hat dieses mit der heilenden Fähigkeit. Nein, 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 nein. Ah, das ist die falsche Attacke. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte die andere. Ja, ich wollte die andere benutzen, die Schaden macht. Ich habe die falsche Attacke aktiviert. Oh. Der hat schon unter 30 Karten im Deck. Ey. So, jetzt aber. Wasser an Kapador. Ziehe eine Karte. Oh Mann. Er hat so viele Karten auf der Hand. Ich mit den paar wenigen da. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Katzenschläge mit Mauzi. Mal sehen, wo die landen. Auf dem Glutexo. Das ist schon mal ein guter Start. Garbodor. Nein, entwickelt sich zu Gyarados. Verdammt, jetzt hat er nur mehr HP. Eine Karte. Wenn jetzt all seine Tauschkarten in den Preisen sind, ist es für ihn also etwas schwierig. Die spiele ich mal. Misch mal das Nebulak und die zweite Wartung zurück ins Deck. Und ziehe einfach mal irgendwas Neues. Es ist ein Pantimos. Nee, nicht viel besser. Naja, gut. Und das ist das Gyarados. Hauptsache ich verteile Schaden. Nein, da ist eine Tauschkarte. Und da kommt Gyarados mit Drachenmut. Autsch. Das war mein Mauzi. Aber ich habe ja den hier. Und noch ein Nebel. Naja, gut. Und gute Nacht. So. Süße Träume.
Nein, du stehst nicht wieder auf. Ach, verdammt. Es hätte mir einen Zug, eine Runde mehr gegeben. Jetzt macht er mit Drachenhut ein Apollo weg. Nein, verdammt. Ich hätte Kopf werfen müssen. Dann hätte Apollo keinen Schaden bekommen, verdammt. Gyarados ist ein Problem. Da muss Mew jetzt erstmal ran. So, kann nicht von weiterentwickelten Pokémon Schaden nehmen. Das ist gerade meine einzige Rettung. Außerdem Kangama hat er gerade nur weiterentwickelte Pokémon, glaube ich. So. Beendet den Zug, ohne anzugreifen. Es war, glaube ich, gut, das Deck mit dem Mew zu nehmen. Merke ich mal gerade. Gegen Großmeister Uwe. So. Wir will sein Gyarados nicht austauschen. Weil er eine Menge Energie drauf ist. Mal gucken. Ja, bis auf das Kangama hast du nämlich nur weiterentwickelte Pokémon. Was dir gerade, glaube ich, zum Verhängnis wird. Weiter. So. Komm schon, du musst doch bei den ganzen Handkarten, die du hast, irgendwas haben, mit dem du dich... Hä? Der hat 18 Handkarten. Der wird da doch was haben. Da, Dratinis. Das Dragonier entwickelt sich zum Heilwind Dragoran. Wenn du Dragoran ins Spiel bringst, entferne 2 Schadensmarken von jedem deiner Pokis. Ja gut, damit hat er sich Zeit verschärft, aber sonst. Wenn er seine Dratinis weiterentwickelt, kommt er nicht voran. Should I do it? Na. Das Gyarados kann gegen Mew sowieso nichts anrichten. Totally legit, was ich hier mache, ja. Das Spiel ist so broken. Wasser und Dratini. Wenn er das Gyarados halt nicht austauscht, passiert halt nicht viel. Ne? So. Jetzt hat es nur noch einen Schadensmarker, 10 Schadenspunkte. Und er entwickelt ein Dratini zu Dragonier.
What? Jo, ich kann mein Psychrock nicht mehr benutzen, aber du kannst mich auch nicht angreifen. Weißt du, was ich jetzt mache? Den Decktod aussitzen. Uwe, wenn du so ein Scheiß spielst, jetzt sitzen wir den Decktod aus. Lalalala. 12 Karten hat er noch. Hallöchen, wen habe ich denn hier? Achso, ist noch ein Nebulak. Kein Alpollo. Na gut. Lalala. Die Zugewinnung. Boah, die bringt dir nichts. Ich habe eine Menge Energie. Ja, komm, ich pumpe doch mal irgendwo welche hin. Dann pumpe ich auch noch welche in ein Mauzi, so. Ich könnte natürlich jetzt sein Kangama vorschicken. Beschleunigt er es mit Apportieren oder wird es total ignorieren? Sehen wir mal jetzt. 9 Karten hat er noch. Oh, sieh mal an. Was hast du denn davor? Er versucht sich aufzubauen, aber er benutzt kein Apportieren. Also. Ich glaube, den habe ich in der Hand. Er beschleunigt es nicht mehr mit Apportieren, wenn er nur noch so wenig Karten hat. Oh Gott, ist das cheesy. Noch ein Dragoran. Das wird dir nichts bringen, das alles wegzuheilen. Aber gut. Super Energiezugewinnung. Joa, mach doch. Fügt sie an Gyarados. Gyarados kann Mew nicht angreifen. Warum haust du es nicht auf Kangama und versuchst da noch... Naja. Müssen wir nicht verstehen. Noch 6 Karten. Ach. Ist dir auch aufgefallen, dass du noch einen Kangama da stehen hast, ja? Der spielt so unlogisch. Statt einfach ganz schnell alles auf Kangama zu pumpen und zu versuchen, mich umzuhauen, weil das Mew ihn so blockiert. Naja, gut. Die haben alle gar keinen Schaden, ne, gerade. Ja, doch, gerade, das hat ein bisschen. Aber auch nicht viel. Weil ich den Kangama nicht... Warte mal einen Moment. Nein. Ich könnte es töten. Aber dann kommt halt was anderes rein. Wie zum Beispiel wieder das Kangama. Ah, nee. Wir gewinnen mit Kartentod. Er blockiert sich selbst.
Katzi ist gut. Mach ich. So. La 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 la. Beendet den Zug ohne anzugreifen. Hat nur noch 3 Karten im Deck. Mhm. Tauscht gegen Dragonier, das nichts anrichten kann, weil Mew diese Spezial-Poke-Power hat. Oh Mann. Und ich habe Mew nur einmal in dem Deck drin. Und er verzweifelt an Mew. Hallo Mauzi. Jetzt habe ich gewonnen. Keine Karten mehr im Deck sind. Entscheidung? Du hast gewonnen. Dein Gegner kann keine Karten mehr ziehen. Du hast gewonnen. Egal wie viele aktive, wie viele Pokémon auf der Bank und allem und wie viele Preise noch übrig, du hast gewonnen. Weil du deine Energiedump verteilt hast, Uwe, warum hast du nicht mit Kangamas Komet die versucht, mich wegzuruppeln? Die KI ist ein bisschen dumm. Das ist wunderbar, dass ich verloren habe. Yay, weil ich so dumm bin. Herzlichen Glückwunsch, Griffy. Du hast bewiesen, dass du der wahre Erbe der legendären Pokémon-Karten bist. Außer, es gibt ein Problem. Da gibt es jemanden, der uns ebenfalls besiegt hat. Gegen ihn musst du auch antreten. Wir haben dich schon vermisst, Ronald. Wo hast du gesteckt, olle Socke? Die legendären Pokémon-Karten bereits geerbt. Nein, das ist nicht erlaubt. Auch er hat sich das Recht erworben, die legendären Pokémon-Karten zu erben. Sie, bitteschön. Ronald, Griffy, die Regeln sagen, ihr müsst gegeneinander antreten, um zu entscheiden, wer der Erbe der legendären Karten wird. Gut, dann kämpfen wir jetzt noch gegen Ronald. Nächstes Deck haue ich ihm an den Kopf. Ich habe vergessen, was er das letzte Mal hatte. Ich nehme mal die. Und mal sehen, ob ich jetzt auf die Fresse kriege. Ich habe mein Ding-Deck jetzt nicht mehr dabei, meine Blumen und Freunde. Ich war zuerst hier, die legendären Karten gehören mir. Das werde ich dir schon beweisen. Ja, das werden wir sehen. Ein Duell mit 6 Preisen. Legendärer Ronald. Irgendwas Buntes. Der spielt bestimmt wieder dreifarbig. Ist ja die Frage, welche 3 Farben? Grihorn gleich. Keine Energie. Ach du Schande. Finde ich gerade nie so geil. Keine Energie ist schlecht. Hoffentlich kriege ich gleich welche. Münze entscheidet, wer anfängt. Ich darf. Sehr schön. Dann gib mir mal einen Überblick, was der Gute dabei hat. Oh, Energie. Sehr schön. Ein Dratini. Okay, dagegen kann ich doch was ausrichten. So, angreifen kannst du nächste Runde nicht. Also eine Energie da drauflegen für Pfund brauchst du erst gar nicht. Natürlich hat er die. Die hat er in sein Deck genommen. Und er holt sich jetzt Energie. Das heißt, er hat auf jeden Fall Feuerenergiekarten drin. Sonst macht es keinen Sinn. Da
doppelte farblos Andratini, das nicht angreifen kann. Bist du sicher über deine Entscheidung? Na gut. Dratini, Dratini und Lavados haben wir jetzt hier. Okay. Pokédex, was verrätst du mir über mein Deck? Rätsels. Da bekomme ich die Energiesuche ja später. Fehlt nur noch eine Energie für die Hornattacke. Hey! Jetzt brauche ich zwei. Verdammt. Hala gut, dann mache ich das da. Und das da. Ich spiele den Professor Eich. So. Jetzt habe ich auch Energie und sogar genug für einen Kinderbar. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Pokémon zur Auswahl. Die Vögel sind dann schon halt ein Problem jetzt, natürlich. Aber ich habe einen Winter auf der Hand. Ich kann... Ja, ich kann notfalls das Lavados einfach mal wegwuschen für einmal. Ohne, dass ich Ramme benutzen muss. Oh, das war eine sehr schlechte Idee. Ich kann natürlich auch gleich ran. Wenn du mir so kommst. Dann benutze ich jetzt Ramme. 5. Dann rammbock ich dich jetzt weg. So, tschüss. Gib mir irgendwas von deinem Kleinvieh. Dankeschön. Jetzt habe bald ich so viel Karten weniger als er. Ja, tut es schon wieder. Okay. Das Evoli. Nimm das Blitzer. Hornattacke und tschüss. Der erste Preis gehört mir. Hoffentlich Energie. Nein, er liegt da. Ach, verdammt. Ich Evoli entwickelt sich zu Flamara. Doppelte farblos Andratini. Ich brauche Energie, sonst ist mein Rizeros ziemlich aufgeschmissen. Ja. Wenn ich hier keinen Nachschub habe, der dann weiterkämpft. Das wird ein Ramme-Tausch. Ramme-Tausch-Spielchen hier wahrscheinlich. Ja? Oh ja. Ja, ja. Das kannst du auch machen. Verkleiner dein Deck. Energieabsauger. Ah, dann kann ich Ramme nicht benutzen. Das ist doof. Aufwisch, Lavados zurück. Ah, fängt den Schaden. Legt den wieder hin, okay. Und holt sich Feuerenergie aus dem
Deck. Okay. Er macht sein Deck klein. Nur zwei Stück, okay. Es reicht aber nicht für das Flamara weiter zu pumpen, oder wie? Ich kann trotzdem mit der Hornattacke draufhauen. Dann mache ich das. Ronald. Uftratini, okay. Wischt Lavados wieder auf. Legt ihn wieder hin? Nee? Doch. Und holt wieder Feuerenergie aus seinem Deck. Eine. Okay. Alles klar, wie es dir Spaß macht. Ich könnte dich mit Ramme one-hitten, aber... ja. Es wird Zeit, auch jemand anderen mal aufzubauen. Okay, du blockierst mich jetzt mit Lavados. Wie du meinst. Dein Deck ist kleiner als meines, also... Wie viel brauch... Für Erdbeben brauche ich 4. Geschlitzer 3. Ah, hast du auch gemerkt, dass du dann Lava das pumpen kannst? Ich dich schon. Nee. Feuerenergie und Lavados, oder? Mhm. Wie du meinst. Ich klau dir das da. Will ich nur noch mal wissen. Der brauchte nur 3. Genau. Nee, das da. Du kriegst die Energie nicht. Ah, ah. Wenn ich es verhindern kann, kriegst du sie nicht. Farblos bringt dem Lavados nämlich nichts. Ja, Energie. Diktri hat genug Energie. Für Erdbeben. So. Ah, ich habe vergessen, dass es einen Nebeneffekt hat. Okay. Tratini entwickelt sich zu Dragonier. Okay. Feuer an Dragon? Nee. An Lavados statt. Gibst du dein Lavados auf? Meine Pokis würden aber schon noch ein bisschen was halten. Zwei Schlitzer und noch ein Erdbeben. Brauche ich. Ja, ich tue meiner eigenen Bank damit weh, aber ich habe auch Ersatz, den ich notfalls rausschicken kann. Nein, Lavados. So, mit dem nächsten Erdbeben bist du weg.
Energie ist vorhanden. Alles klar. Erdbeben. Tschüssi, Lava. Ja, nee. Muss ich neu hochziehen. Hauptsache, das Lava ist weg. Da kommt Drago. Wie viel Energie hat Drago? 3. Slam. Na, so wird das nix. Nee, so wird das nix, Freund. Och, die halten noch 2 Erdbeben aus, bevor die platt gehen. Das bringt halt nur 4. Ach, risk it for the biscuit. Ich brauche nur noch 3 Weise. Pfund. Na, wie süß. Darüber lacht sich Dikteri jetzt kaputt. Hallo, Jandi. Ein neues Rehhorn. Den Tod von Dragosso könnte ich ja verhindern. Hier, so. Zack. Wenn ich nochmal Erdbeben nutzen müsste, aber Schlitzer reicht bei dir. So, zack. Einen Preis noch für mich. Ja, ich hab gewonnen. Das Stratini wird weggeschlitzert und ich hab gewonnen. Und ich kriege jetzt, glaube ich, jede Karte einmal. Und irgendwann später dann nur eine Karte. Wenn ich nochmal gegen die Großmeister kämpfen würde, bekomme ich schon nochmal doppelte Exemplare von den legendären Karten. Ich weiß nicht mehr, wie oft. Naja. Ronald, du hast verloren. Tut mir leid, die legendären Karten haben sich für Griffy entschieden. Die legendären Pokémon-Karten entschwinden aus Ronalds Deck. Er hatte nur Lavados drin. Aber gut. Nein, meine legendären Karten. Nein. Heul, Flan. Und tschüss. Herzlichen Glückwunsch, Griffy. Du bist ein wahrer Kartenmeister und es wert, die legendären Karten zu besitzen. Die legendären Pokémon-Karten erkennen dich als ihren wahren Meister an. Ja. Schreite durch die Halle der Ehre. Erbe die legendären Pokémon-Karten. Ja, werde ich tun. So. Da sind sie. Die 4 legendären Pokémon-Karten schweben schimmernd in der Luft. Griffy erhält die legendäre Level 37 Lavados-Karte. Mit Feuerspender und Sturzflugbombardierung. Griffy erhält die legendäre Level 37 Arktos-Karte. Mit Schnellfrost und Eisatem. Griffy erhält die legendäre Level 68 Zapdos-Karte. Warum bist du fast doppelt so stark wie deine anderen Kollegen? Aber gut. Mit Donnerschläge und großer Donner. Und Dragoran, Level 41. Mit Heilwind und Slam. Ein Exemplar von jedem. Die legendären Pokémon-Karten sprechen zu dir. Du, der du uns geerbt hast, großer Kartenmeister. Unser Meister darf nicht vergessen. Unser Erbe macht dich nicht ohne weiteres zu einem Pokémon-Kartenmeister. Ein wahrer Pokémon-Kartenmeister hat das Talent, die Eigenschaften der Karten weise zu nutzen und den Mut, gegen starke Gegner anzutreten. An erster Stelle aber steht die Liebe zum Pokémon-Sammelkartenspiel.
Egal ob Sieg oder Niederlage, nun stehst du am Anfang eines neuen Weges. Roll Credits! So, damit ist aber Feierabend. Klick. So. Bin jetzt wieder im Masons Labor. Müsste ich noch E-Mails haben. Ja, da sind die letzten E-Mails. Ich bin es, Dr. Mason. Großmeister Sven setzt das legendäre Zapdos-Deck ein. Ja. Donnerschläge und großer Donner suchen sich ein Ziel, aber du weißt nie genau, welches Pokémon angegriffen wird. Behalte nicht nur dein aktives Pokémon, sondern auch deine Pokémon auf der Bank im Auge. Sein Deck wird wahrscheinlich hauptsächlich aus Elektro-Pokémon bestehen. Danke für die Info. Also setz am besten deine Kampf-Pokémon ein. Diese E-Mails kommen immer, nachdem man schon gewonnen hat. Besiege die Großmeister. Yep. Noch ein Booster? Drei Booster. Gib her. Wenn ich das richtig gelesen habe. Wie mache ich jetzt trotzdem noch auf? Ja, doch nicht. Oder er meint drei weitere Großmeister. Noch zwei Großmeister übrig. Paul setzt das legendäre Arctos-Deck ein. Er wird mit dem legendären legendäres Arctos-Schnellfrost angreifen. Bäh. Was ist denn das für ein Satz? Um dein Pokémon zu paralysieren, aber sei auch vor der Gefriertrocknung seines anderen Arctos auf der Hut. Sein Deck wird hauptsächlich aus Wasser-Pokémon bestehen, sodass du am besten mit Elektro-Pokémon gegen ihn antrittst. Schnapp sie dir. Du bist fast am Ziel. Ja. Was war das für ein Satz? Naja, gut. Gigashock Raichu. Die Zeit für das Finale ist gekommen. Ich habe einige Informationen über Uwe, den ersten der Großmeister. Was ist mit Maike? Uwe setzt das legendäre Dragoran-Deck ein. Je länger das Duell dauert, desto größer werden die Vorteile für ihn. Nee. Nee. Überhaupt nicht. Stell ihm ein Mew vor die Nase und der ist sowas von gearscht. Seine Stärke sind seine Evolutions-Pokémon. Also besiege seine Pokémon, solange sie noch Basis-Pokémon sind. Folge dieser einfachen Regel des frühen Angriffs. Dies ist die Abschlussprüfung für den Erben der legendären Karten. Los, Griffy, werde ein Teil der Legende. Miep. Das ist mein Abschlussgeschenk. So. Da hatten wir schon eine Mail zu Maike? Ja, doch, hier hatten wir Maike. Okay, dann stimmt's. Maike, Sven, Paul, Uwe, passt. Ja, ist gut, bla bla bla. Wir haben sie schon gelesen. Genau. Deswegen lese ich sie noch nicht nochmal genau vor.